Hey Leute, was geht ab? Eselbeißer hier und ja, heute möchte ich mit euch über einen YouTuber reden, über den ich eigentlich nicht reden wollte. Ich habe es schon ein, zwei Mal angeschnitten in diversen Videos, aber ich kann nicht anders. Es gibt keinen YouTuber im Moment, der mir ein größerer Dorn im Auge ist als er. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber ich bin mir sicher, einige von euch kennen das auch. Kennt ihr das, wenn ihr montagmorgens irgendwo an einer Ampel steht, ob mit dem Bus, mit dem Auto oder mit dem Fahrrad, und irgendein Typ läuft an euch vorbei, ihr habt ihn noch nie gesehen, ihr wisst nicht, wie er drauf ist, ihr wisst nicht, wie er charakterlich ist, aber ihr wollt ihm einfach nur in die Fresse hauen? Nein? Ja, auch gut. Jedenfalls habe ich dieses Gefühl schon seit der ersten Sekunde, wo ich diesen YouTuber gesehen habe. Ich weiß noch, mein Editor ist damals auf mich zugekommen, da war ich noch aktiv und hätte mit einem Video gegen ihn wahrscheinlich seine komplette YouTube-Karriere zerstört. Allerdings habe ich mich damals dafür entschieden, das nicht zu machen, weil es mir damals, wie gesagt, es noch nicht wert war. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich mache dieses Flame Theory nur, um wieder reinzukommen. Dieses Video soll kein direkter Angriff sein, damit möchte ich nicht mal Fame werden. Ich möchte einfach nur hier mit diesem Video sehen, ob ich es noch drauf habe oder nicht. Also, mein lieber Freund, sollst du dieses Video sehen und dich darüber aufregen, bitte schreib mich vorher privat an. Denn dieses Video ist nicht so ernst gemeint, wie es auf den ersten Blick vielleicht rüberkommt. Dann fangen wir mal an. Wir nennen ihn in diesem Video einfach liebevoll Fettsack. Ich möchte seinen Namen einfach nicht sagen. Naja, besagter YouTuber ist ja, wie gesagt, mir schon etwas länger ein Dorn im Auge und das hat spezielle Gründe. Zum einen, das erste, was mir auffällt, wenn ich auf seinen Channel gehe, ist, der Typ hat 50.000 Abonnenten und damit eine ganze Ecke mehr als ich. Ja. Das Problem hierbei ist nur, dass er so im Durchschnitt zwischen 4.000 und 5.000 Klicks hat, was ja irgendwie schon auf den ersten Blick nicht stimmen kann. Man könnte jetzt denken, er hat extrem inaktive Abonnenten, aber dann frage ich mich, warum haben sich diese Leute überhaupt jemals dazu entschieden, ihn zu abonnieren? Ja, das kann mehrere Gründe haben. Abgesehen davon, dass ihm in der Vergangenheit mehrmals unterstellt worden ist, ich weiß nicht, ob es ihm jemals nachgewiesen worden ist, aber er soll wohl extrem gesubbottet haben. Ein Subbot ist, zur kurzen Erklärung, ein Bot, der dich so lange abonniert, bis du auf einer speziellen Abonnentenzahl bist. Zum Zweiten könnte es eventuell an den extrem aufmerksam heischenden Videotiteln, die schon krass an die Bild erinnern, liegen. Besonders beliebt sind bei ihm wohl die Videos, in denen er mit anderen Mädchen über ihr erstes Mal redet. Und das ist schon echt verblüffend. Das eine Video heißt, Mädchen redet über ihr erstes Mal in einer Gartenhütte. Dann kommt, Mädchen redet über erstes Mal auf einer Waschmaschine. Wo kommt das nächste? Mädchen redet über ihr erstes Mal im Wald. Also ganz ehrlich, langsam wird's ein bisschen lächerlich. Das sind übrigens die einzigen Videos, die auch nur ansatzweise, und wenn es nur ein Bruchteil von ansatzweise ist, an seine Abonnentenzahl rankommen von den Klicks her. Alle anderen Videos hängen zwischen 2.000 bis 5.000 Klicks fest. Nur so zur Erinnerung, ich habe 12.000 Abonnenten, war über ein Jahr nicht aktiv, habe daher die übelsten toten Subs und komme trotzdem noch bei fast jedem Video auf mindestens 3.000 Klicks. Also ist das schon mal ein ganz, ganz übler Punkt für dich, mein Freund. Er hat wohl mittlerweile selber gemerkt, dass irgendwie die Menschen nicht an ihm, seiner Person oder seinen Commentaries interessiert sind und macht deswegen fast ausschließlich nur noch Videos, über denen er über irgendwelche Absturzpartys spricht, irgendwelche, in Anführungszeichen, lustigen Stories erzählt oder sich irgendwelche Mädchen ins Video holt. Naja, die Mädchen, die er sich da ins Video holt, die möchte ich mir, glaube ich, in Real Life gar nicht angucken. Die würde ich wahrscheinlich nicht mal mit einer Papiertüte über dem Kopf vögeln. Naja, abgesehen davon, dass man sich sowieso schon wie ein Pedo fühlt, wenn man das Video anguckt. Aber lassen wir die armen, armen Mädchen in Ruhe und kommen zu den ganzen Sauf- und Party-Stories. Ja, und da habe ich immer wieder das Gefühl, ich weiß nicht, kennt ihr den Spruch von Kollege, als wird ein Blinder über Farbe sprechen? Ich weiß ja nicht, wie diese ultra krassen Project X-Partys aussehen sollen, aber ich weiß nur, dass so einen Typen wir damals nie auf irgendeine Party eingeladen hätten. Der hätte höchstens von uns ein Jahresabo für Nackenschellen gebucht. Und wenn solche Leute mal eine Party geschmissen hätten, dann wären wir ganz bestimmt nicht zu den normalen Zeiten draufgegangen. Wir hätten gewartet, bis der sagt, oh ja, dann machen wir aber um 10 Uhr mal langsam Feierabend. Und dann hätten wir einen Bierkasten durchs Fenster geschmissen und hätten da richtig Randale gemacht. So sieht's aus, Leute.
Es gibt keine Hausparty, die cool ist, auf der man von Anfang an ist. Eine coole Hausparty ist eine Hausparty, die man stürmt und cool macht. Wenn ich eine Empfehlung für dich aussprechen dürfte, würde ich sagen, mach eine verdammte Low-Carb-Diät und hör auf, dir von Mama Erdnussbutter-Sandwich schmieren zu lassen, sonst wirst du nie entjungfert. Ein Erdnussbutter-Sandwich ist kein vernünftiger Ersatz für eine Vagina. Das möchte ich hier übrigens auch nochmal offiziell an alle anderen Gaming-YouTuber sagen. Eine Vagina ist kein Erdnussbutter-Sandwich. Verstanden? Sucht euch etwas Echtes, etwas Lebendes. Vielleicht wird das dann auch mal irgendetwas. Naja, ich will jetzt auch nicht zu hart sein, weil manchmal kann ich mich nicht entscheiden, soll ich die Person jetzt lieber auslachen oder soll mir sie leid tun? Weil ich kenne niemanden, der so krampfhaft versucht, irgendwelche Videos zu machen, die sich Leute angucken oder lustig sind. Aber ich hätte einen kleinen Tipp für dich. Wenn du mal ein Video machen möchtest, was sich wirklich viele Leute angucken, dann würde ich sagen, nimmst du Kontakt mit mir auf und wir reden mal darüber. Oder alternativ, du kommst hier nach Gladbach, ich sag vorher meinen Jungs Bescheid, dann treffen wir uns am Hauptbahnhof, wir stellen uns im Kreis um dich herum, spucken dich an, filmen das. Glaub mir, Digga, das Video geht viral. Wow, ich mach die Verpackung auf und hau dir Spaß dann aufs Maul. Ohne Zähne kann man nicht Schokolade mampfen. Ich mach die Verpackung auf und hau dir Spaß dann aufs Maul. Ohne Zähne kann man nicht Schokolade mampfen. Lass dich bitte kurz Luft holen. Player Boy, ein Doppeltimer. Keiner der Popper kann sich mit dem Player Boy battle. Der wissen wie keine Kilo, deshalb in der Überzahl. Wir rammen leider auseinander, hoppeln weiter. Das hier ist ein Rapper, Lübe, wie die Gitter Rapper. Alter, du bist ein Schwäbischer, aber kommst du bei Götterschelle. Während die Netter, aber du... So, das war der erste Versuch eines Flame Terrys mit neuem Stil. Ich möchte bitte nochmal betonen, das Video nicht zu ernst zu nehmen und besonders, wenn sich das die Person anguckt, um die es sich geht, nimm es nicht so ernst, nimm es mit Humor. Falls ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt oder Vorschläge, wen ich mir als nächstes vorknüpfen soll, bitte in die Kommentare damit. Vielen Dank.